So, willkommen zurück im X4-Universum. Wir sind gerade unterwegs zum Handelsdock. Nein, nicht zur Handelsdock, wo wollen wir hin? Ausrüstungsdock, genau. Da wollen wir uns also unser Schiff etwas aufrüsten, auf jeden Fall mal mit einem Landecomputer. Und ansonsten schauen wir mal, was wir so alles im Angebot haben. Schauen wir uns nochmal schnell unser Schiff an. Was haben wir dabei? Wir haben also diverse Raketen gefunden unterwegs. Haben also jetzt schon 10 von 20 Raketen. Ja, ist schon mal ein ganz guter Anfang. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich habe einiges gefunden. Ich kann jetzt aber nicht irgendwie sehen, dass es mir was gebracht hat. Fordere umgehend Verstärkung an. Wer hat Ihnen denn das Fliegen beigebracht? Okay. Jetzt habe ich aber Angst. Und was haben wir dabei? Raumfliegeneier, 9 Stück. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich hätte gern mehr gehabt. Aber vielleicht können wir die auch so verkaufen, mal schauen. 2 programmierbare Feldmatrixen, ein Fluxkompensator, das ist das, was wir, also, wo wir sehr viel Geld haben. Wir haben ja einen Wert dabei von 550.000 Credits. Das ist als Startkapital beachtlich. Kann man darauf aufbauen. Raumfliegeneier, wie gesagt, ich hätte gerne 20, weil dann kann man was draus machen. Mal schauen, was ich mache. Auf jeden Fall fliege ich jetzt erstmal zur Station, werde das Schiff etwas aufrüsten und ja, vielleicht vergnügen wir uns dann nochmal da hinten und holen nochmal die restlichen 11 Raumfliegeneier. Vielleicht haben wir Glück und da kommen dann doch noch ein paar. Vielleicht haben wir aber auch Pech und müssen die alle auswerfen. So. Erlaubnis erteilt. Das ist aber schön von dir. Dann machen wir den Landekomputer. Wieso angeschaltet? Ausgeschaltet. So, jetzt hat er. Okay. Dann werden wir mal landen. Ein letztes Mal hoffentlich manuell. Also es ist jetzt nicht dramatisch schwierig, bloß auf die Zeit ein bisschen nervig. Landekomputer, da fliege ich halt einfach in die Nähe. Und je nachdem, was ich für einen Landekomputer habe, geht es dann praktisch auch schon von hier, dass er automatisch landet. Und ansonsten muss er halt näher ranfliegen und dann landet er automatisch. Es vereinfacht das Ganze auf jeden Fall etwas. Ja, dann spare ich mir den ganzen Anflug, dann wird er jetzt schon das Landen anfangen. So, einmal noch ein bisschen rüber. Nein, so rüber. Jawohl, das ist immer richtig. Wir müssen uns ein bisschen ausrichten. Dann noch ein bisschen vorfliegen. Ja, und dann können wir landen. Boom. Die Federn waren ganz schön beansprucht. Erfolgreich angedockt. So, handeln. Willkommen. Du willst jetzt nichts direkt haben, was ich hier habe? Dann müssen wir wieder aufstehen und auf der Station rumspazieren. So, Händlerbereich. Werkstatt, muss ich in die Werkstatt eigentlich nicht, oder? Kann ich helfen? Ja, zeig mir dein Angebot. Im Hintergrund hört ihr übrigens gerade wie ein, ich glaube, wird wahrscheinlich ein großer Frachter sein, der gerade abgelegt hat. Auf jeden Fall hat irgendwas abgelegt. So, Interface einhalten. Haben die, nein, Geschmarri. Nadel, was ist Nadel? Habe ich Nadeln dabei gehabt? Die 2 Feldmatrixen. Dann haben wir Verbände. Brauche ich Verbände? Ein wesentlicher Bestandteil des Erste-Hilfe-Inventars. Naja, brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Da haben wir nichts. Da haben wir noch das Marschaklet. Und ansonsten kann ich hier nichts direkt verkaufen. Doch, den Fluxkompensator kann ich noch verkaufen. Ja, und dann sind wir bei 663.000 Credits. Viel Glück da draußen. Dann schauen wir mal ganz kurz noch zur Werkbank. Da müssten wir jetzt eigentlich den Kaviar herstellen können. Also, zumindest sehen, dass man können. Das bedeutet, 25 brauche ich und habe dann 1.000.000 Credits, die es wert sind. Das heißt, ich brauche noch 16 Raumfliegeneier. Ja, gut. Dann fliegen wir doch einfach mal wieder zurück in das System, ne? Aber zuerst gehen wir nochmal zum Elite-Angreifer, klar.
Wollen wir sowieso, aber dann schauen wir mal, was wir hier für Ausrüstung bekommen. Elite, Angreifer. So, angedocktes Schiff aufrüsten und ausrüsten. Als allererstes brauchen wir die Software. Wir wollen einen Landecomputer MK2. Der macht das automatisch. Langstrecken-Scanner-Software. Machen wir auch. Schau, da kriegt man auch das vorherige dann immer wieder zurück. Also, der kostet mich 63.000 und ich krieg 31.000 zurück. Polizeiscanner kann ich mir noch nicht kaufen. Das, oder? Schon, aber will ich auch gar nicht. Und eine Handelscomputer-Erweiterung kaufe ich mir auf jeden Fall auch mal dazu. So, wir haben Triebwerke. Wenn ich aufrüste auf MK3, dann bin ich unwesentlich schneller. Ja, 181 habe ich jetzt Meter pro Sekunde und dann bin ich bei 244. Allerdings steigert es meine Reisegeschwindigkeit. Ich habe ja gesagt, ich will nicht kämpfen. Das heißt, ich könnte... Warte mal, 244? Achso, wenn ich den Reise... Genau. Wenn ich hier das Reisetriebwerk nehme, MK3, dann schaffe ich 4400 Meter in der Sekunde als Reisegeschwindigkeit. Das ist natürlich heftig. Nachdem ich ja hauptsächlich jetzt mal mit Reisen unterwegs bin, würde ich sagen, ist das gar nicht so schlecht. Okay, Steuerdüsen. Das lasse ich mal. Schildgenerator, MK3. Wo sind wir hier? Naja, gut, für den Preis kann ich das machen. Waffensysteme. Im Moment habe ich einen Pulslaser. Wie viel gebe ich eigentlich gerade aus? 300.000, okay. Naja, ich will mich ja eigentlich nicht wirklich groß verteidigen, habe ich gesagt, ne? Ich habe hier nur einen Slot, so wie es ausschaut. Ist da oben sind die Schilde? Ist das sind die Triebwerke? Und das ist meine Kanone. Ja, was sie ist doppelt so stark, ne? Nehmen wir mal mit. Verbrauchsgüter. Die ganzen Raketen, die schweren Raketen, schwere Zielsuchende. Ach komm, ich verkauf sie. Ich sagte, ich bin eh nicht so derjenige, der unbedingt kämpfen will. Und daher brauche ich die ja nicht. Und Satelliten werde ich mir jetzt auch noch nicht zulegen. Ich habe jeweils 5, also Ressourcensonden, Navigationsbarke, Satelliten. Damit kann man also ein bisschen überwachen, wo gerade was passiert ist, was ist, ob irgendwo Container rumliegen oder so. Ja, ich denke bei 5 langen stelle ich mal 2, 3 auf und dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay, dann tun wir mal das Ganze zur Einkaufsliste dazu. Kostet uns also 664.000 Credits. Und bleiben knapp 300.000, das ist noch in Ordnung. Und das Ganze dauert 1 Minute 42 Sekunden. In der Zeit könnte ich ja trotzdem zumindest mal aufstehen und schauen, was die zwei Piloten hier zu bieten haben. Beziehungsweise der eine ist es jetzt bloß noch. Hallo. Der kostet 2 Millionen. Nein, du bist gerade durchgefallen. Habe ich noch einen? Nein, das war's, oder? Ist da hinten noch einer? Nicht in der Nähe, okay. Ah, da kommt gerade einer. Dann spreche ich dich noch mal kurz an. Na, bleib mal da.
Auf Wiedersehen. Du bist also gar nicht mit mir, okay. Hallo. Nee, tatsächlich. Auf Wiedersehen. Okay, also gut, dann fliegen wir mal zurück und schauen, dass wir noch ein paar Raumfliegeneier bekommen. Und wir machen jetzt folgendes. Ach ne, das kann ich ja bloß manuell machen. Fliegen wir mal daher. Und das Ganze mit Autopilot. Und dann werde ich hier mal einen Satelliten aussetzen. Das kann ich aber. Ne, manuell nicht machen. Okay. Also nur manuell machen. Das kann ich jetzt nicht so machen. Apropos, habe ich jetzt. Ah! Halt! Stopp! Stopp! Als! Ich bin natürlich wieder. Viel zu früh losgeflogen. Hallo? Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihnen ein Haus geben. Okay, ich muss gerade landen. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Nein, 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 komm. Ich muss landen. So. Hat jetzt den Ladecomputer installiert? Schaut jetzt nicht so aus. Wie kriminell. Ach komm. Muss ich jetzt echt auswerfen? Oh, das darf doch nicht sein. Schiffsinformationen. Wo sind wir denn? Wieso krieg. Achso, warte mal. Nein, Geschmacke. Ah, da. Okay. Nee, nein, dann lassen wir das mal so. Ich dock jetzt hier mal an. Und ja, ich habe vorhin total vergessen, dass ich ja knapp 2 Minuten warten musste, bis mein Schiff ausgerüstet ist und. Ja, das müssen wir jetzt halt nachholen, ne? Müssen wir das Ganze nochmal machen. So, ein Mist. Aber passiert. Willkommen. Also gut, ich hatte gehabt Reise. Ich hatte Steuerdüsen, habe ich gelassen. Schildgenerator, nämlich den großen. Waffensysteme. Habe ich gelassen. Ne, habe ich auch gemacht, glaube ich. Und auf jeden Fall Landecomputer, Handelscomputererweiterung, Langstreckenscanner. So, habe ich alles verkauft. Wir nehmen noch mal ein paar Satelliten mit. So, 20. Und das Ganze kostet jetzt noch ein bisschen mehr. Dauert aber ungefähr gleich viel und jetzt werden wir es auch mal abwarten. Wählt mich? Warum? Dann werfe ich es halt aus. Mensch! So, besser?
Wollen wir mal schauen, wenn ich jetzt aufstehe. Ist der Container hier irgendwo? Ne, schaut nicht so aus. Mal schauen, vielleicht finde ich ihn ja wieder, wenn ich losfliege. Ja, dann vergessen wir das mit den Raumfliegeneiern. Das, ja. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Wird es eigentlich jetzt gebaut? Ach Leute, was soll denn das? Also nochmal, Reisetriebwerk. Steuerdüsen habe ich gelassen, das große Schild. Ich rüste den Laser auf. Landecomputer, Langstreckenscanner, Handelscomputererweiterung. Die Verbrauchsgüter liegen weg. Zur Einkaufsliste hinzufügen und Bestellung bestätigen. Ah, jetzt geht's. Na toll. Habe ich vorhin zweimal auf Abbrechen geklickt, oder was? Sehr komisch. Also wie gesagt, jetzt muss ich da nochmal schauen, ob wir hier irgendwo noch den Container finden. Ah, habe ich den Sicherheitscontainer gemacht? Cool. Ich schau mal, vielleicht nehme ich es doch wieder irgendwie mit. Mal gucken. Ich kann ihn ja schon mal als Ziel irgendwie eingeben. Transaktionslogbuch, okay, da hat er keins. Aufgaben. Bündnis lädt ein. Teilnahme an der Untersuchung eines Sprungtors. Das sind die Baronen. Das ist der neueste DLC, denn das möchte ich aber jetzt noch nicht machen. Das mal schauen später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die anderen Sachen hier. Also ich habe nur so zur Info das X-Universum damals gespielt, als es in den 90er Jahren das erste rausgekommen ist. X Beyond the Frontier. Das habe ich viel gespielt, habe echt, ja, naja, was erreicht, was will man erreichen, ist letztendlich nur ein Spiel. Danach ist es ein bisschen im Sand verlaufen. X4 war am Anfang wohl immer schlecht bewertet, deswegen habe ich es mir nie zugelegt. Und es war wohl auch ein bisschen ein Rechnerfresser, sprich, du brauchtest ein richtig großes System, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, das hatte ich nicht und deswegen habe ich es mir nie gekauft. Ja, und jetzt zocken wir es halt einmal. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen, beziehungsweise wie es mir Spaß macht. So, Schiff ist fertig. Dann werden wir abdocken. Und dann fliegen wir jetzt einmal kurz zu unserem Sicherheitscontainer. Oder auch nicht. Wo bist du? Bist du außerhalb? Ah, nein, du bist genau da. So, Sicherheitscontainer. Wie mache ich dich auf? Muss ich, glaube ich, aufschießen, oder? Sicherheitscontainer. So, und jetzt? Ja, und jetzt raus aus dem Dock. Und möglichst schnell schauen, dass wir dahinter kommen. Hierher haben wir gesagt. Autopilot eingeschaltet. Dann schauen wir mal, was die neue Reisegeschwindigkeit so bringt. Also ich habe jetzt praktisch, indem ich die Raumfliegeneier abgeworfen habe, die Aufmerksamkeit von mir gewiesen. Ich habe es in einem Sicherheitsbehälter verschlossen gehabt. Konnte kein anderer letztendlich rein. Ich auch nicht, aber ich habe es halt aufgeschossen. Ja, und damit waren sie safe, aber ich aus dem Schussfeld. Und als ich jetzt losgeflogen bin, habe ich es mir wieder geholt. Kann man natürlich so machen. Scheint auch zu funktionieren. Also ich hatte es vorher noch nicht gemacht, aber irgendwie scheint es doch zu funktionieren. Sprungtor, weiter Kontakt. Boah, 4200, 4300, 44, fast 4400 Reisegeschwindigkeit, wow.
Da darf der auch nichts in den Weg kommen, oder? Also wie gesagt, wir schauen jetzt nochmal, dass wir noch die restlichen 16 Raumfliegeneier irgendwo kriegen. Und dann haben wir eine Million. Und dann werden wir uns mal schauen, vielleicht so einen Bergbau, ein Bergbauraumschiff kaufen, das dann selbstständig für uns Bergbau betreibt. Ja, also ich werde jetzt hier, wo ich dann rauskomme, einen Satelliten aufstellen, der mir dann praktisch immer zeigt, was in seiner Umgebung passiert. Und dann sehe ich natürlich auch aus der Entfernung, auch gleich, wenn da irgendwelche Raumfliegeneier oder sonst irgendwelche Container gestrandet sind. So, das ist jetzt die Sicht, die ich habe, und das passiert mir dann also auch, wenn ich den Satelliten jetzt hier ausgeworfen habe. Ups. Ausgeschaltet. Okay, da ist mein Satellit. Den gleichen stelle ich jetzt nochmal irgendwo, würde sagen, hier auf. Autopilot eingeschaltet. Und da hinten habe ich ja auch einiges gefunden gehabt. Halt! Blick bitte woanders hin. Autopilot eingeschaltet. Was kommt denn da alles? Oh, Herrschaft. Da halte ich mich raus. Nein, 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 nein. Ich flieg mal ein bisschen dahinter. Autopilot eingeschaltet. Du da an Satelliten auswerfen und dann bin ich ganz schnell wieder weg. Wo fliegt ihr so schnell hin? Okay, was ich dabei mal machen kann, wenn ich hier fliege. Ne, kann ich nicht, weil ich habe den Autopiloten aktiviert. Sprungtor, unbekannter Sektor. Autopilot ausgeschaltet. So, ich scanne einfach mal, was hier so in der Umgebung ist. Dann sehe ich hier noch ein paar unbekannte Stationen, die ich noch nicht gefunden hatte. Die kann man dann auch mal anschauen. Apropos, ich hatte doch vorhin noch... Ja, okay. Ich hatte noch ein paar Satelliten gekauft, habe ich mir eingebildet, aber scheinbar war das nicht so. Läuft gerade alles nicht so, wie ich gerne hätte. Ah, da haben wir noch was. Container. Fliegen wir mal hin. Was haben wir da Schönes? Grundlagenseminar, das ist gut. Raumfliegeneier 6 Stück. Ja, da müssen wir hin. Geh weg, das sind meine. Nochmal Raumfliegeneier, super. Das läuft ja richtig gut gerade. Container. Autopilot ausgeschaltet. Habe ich alles? Schaut gut aus, dann fliegen wir mal daher. Leitsystem. Autopilot eingeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet.
So, wo haben wir sie denn? LAT-System. Wo sind wir denn daheim? Wie weit sind wir denn weg? Container. Ein Kilometer? Okay, das schaffen wir. Na, hoffentlich sind da noch mehr Raumfliegeneier gewesen. So, 22 von 25. Okay, dann brauche ich also noch mehr. So, haben wir noch irgendwo welche? Eine Hüllenfabrik. Komm, dann fliegen wir mal daher. Nein, machen wir nicht. Wir fliegen gleich dann auf. Na gut. Dann wenn wir uns jetzt mal zu den einzelnen Containern begeben, werden noch ein wenig Geld verdienen und hoffen, dass wir irgendwo unterwegs vielleicht noch ein paar Raumfliegeneier finden. Das sind doch noch welche. Autopilot eingeschaltet. Container. So. Dann sollten wir es doch haben und dann können wir wieder wegfliegen. Ich glaube, das können wir aber dann auf jeder Station machen. Da müssen wir nicht extra nach Hause fliegen. Autopilot ausgeschaltet. Na gut, dann. Auf geht's. Wo fliegt man hin? Jagst du mich? Du schießt jetzt aber nicht zufällig auf mich, oder? Nein, nein, nein. Ihr seid an mir gar nicht interessiert, das ist sehr löblich. Perfekt. Okay, dann... Es wird auch übrigens das erste Mal sein, dass ich hier in dieser Werkbank irgendwas baue. Also so viel dazu, dass ich da noch nicht wirklich viel gespielt habe. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, auch X4. Ich habe jetzt schon mal reingeschnuppert, aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Einfach bloß mal, um zu sehen, wie ist das Spiel so, was kann man da machen? Mehr? Kurzstreckentransporter A. Verlieren das Schiff! Bitte hören Sie auf! So. Dann schauen wir mal, wie das mit dem Andocken ist. Ja. So einfach geht's. Der Landecomputer nimmt viel, was wir machen können, uns ab. Schauen wir mal, habt ihr irgendwas? Kann ich euch irgendwas für Antriebsteile? Ich kann sie kaufen, aber verkaufen nicht. Okay, dann muss ich also wieder aufstehen und auf dem Dock hier rumlaufen. Schaut's mit dir aus? Was bist du für einer? Ein halber Stand Pilot. 3 Millionen? Achso, du bist Ingenieur. Okay, nee, dann bist du eh nicht für mich gedacht. Die Uhura? Schaut's mit dir aus? Hallo. Die kostet, glaube ich, auch ziemlich viel. Nein. Auf Wiedersehen. Nichts für mich. Dich könnte ich mir leisten, oder? Du bist gar kein Pilot. Wie schaut's aus? Hast du Lust für mich zu arbeiten? Rechtsklick auf das Schiff, ausgewählte Position, Captain, anheuern. Es wird mir eine Freude sein, mit Ihnen zu arbeiten. Also, aber aufs Schiff, ich komme gleich nach. Ich muss noch ein bisschen handeln und dann komme ich. Ja, das ist jetzt also eine, die für mich fliegt, wenn ich irgendwas anders mache. So, also, was haben wir denn, was wir verkaufen können? Ja, klar. Raumfliegeneier. 4 Stück kann ich dir geben. Verbände nehme ich alle wieder mit.
Grundlagenseminar, das behalte ich. Mehr habe ich nicht geholt. Das macht gar nichts. Schiffssteuerung, das werde ich ihr übrigens gleich mal sagen. Dann hat sie einen Stand schon mal. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten hin. Mal gucken. Bestätigen. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ich mach's gut. Und hier ist also die Werkbank, da werde ich mir jetzt den Kaviar machen. Gegenstand herstellen. Gut. Und jetzt muss ich aber mal schauen, ob ich den hier auch verkaufen kann. Fällt mir da gerade ein. Kann ich helfen? Bitte sehr. Kaviar. Ja, ich kann ihn verkaufen. Schau, gibt 915.000 Credits. Das ist jetzt nicht viel. Man kriegt woanders mehr. Die Handelsstation habe ich mehr bekommen, oder? Nein, komm, dann machen wir es nicht so. Dann machen Sie's gut. Hole ich mir auch mehr. Ich will da schon das, was ich haben kann. So, das lasse ich dann gleich mal die hier machen. Erstmal mit ihr reden. Ein Seminar geben. Schiffssteuerung. Die hat jetzt dann gleich einen kompletten Stand, hoffe ich. Ich könnte aber auch, warte mal. Auf Wiedersehen. Nein, mach mal nicht. Kann ich mal unterwegs. Okay, schau, die hat anderthalb Sterne hat sie jetzt bekommen, genau. Geht doch. Kann ich helfen? Ein Seminar geben? Nee. Nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen. Nein, wir beenden das nicht. Wir haben ja gesagt, wir fliegen jetzt zum Ausrüstungsdock. Dahin. Andocken und warten. Wenn ich das mache, dann müsste sie jetzt eigentlich losfliegen. Und je öfter ich die das machen lasse, also die leveln auch, desto eher wird aus dem 1-3-Viertel-Stern-Pilot auch ein 2-3-4-Sterne-Pilot oder auch ein 5-Sterne-Pilot. Die landet also beim Fliegen. Ich hoffe bloß, dass ihr auch wirklich so Reisegeschwindigkeit und so macht. Sehe ich das hier irgendwie, wie schnell die fliegt? Ich glaube so wirklich nicht, oder? Aber es schaut auch nicht langsam aus. Also ich glaube schon, dass er hier Vollgas gibt. Ja, Leute. Also, was haben wir? Wir haben Raumfliegen-Ei-Kaviar oder wie der heißt, gemacht. Wir haben also nach wie vor Container gesammelt, Raumfliegen-Eier gesammelt, daraus den Kaviar gemacht und den werden wir jetzt verkaufen gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was ich danach mache, ich habe da so einen Plan, den habe ich ja auch schon angedeutet. Wenn ihr es miterleben wollt, dann bleibt dabei, schaut im nächsten Video wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch was, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ja, wir sehen uns. Bis bald, ciao, ciao.